zweites deutsches Programm heute an diesem Abend. Zu diesem Thema. Gedroht, gezockt, gefeilscht wurde in Brüssel schon oft und ausgiebig. Aber der Verhandlungsmarathon mit den Griechen stellt alles in den Schatten. Ein Kommissionspräsident, der EZB-Chef, die Kanzlerin, die IWF-Chefin, der französische Präsident, alle versuchen abwechselnd und gemeinsam die griechische Kuh vom Eis zu schieben. Rechtzeitig vor dem G7-Gipfel. Aber die Kuh ist störrisch. Wenn ich nichts zu fressen kriege, dann kann ich keine Milch geben. Die Griechen drohen mit der Pleite. Und die Briten mit einem Referendum. Und zum ersten Mal in der Geschichte der EU reden wir nicht über das Erweitern, sondern über das Scheitern. Europa soll eine immer engere Union sein, so steht es in den Verträgen. Ist sie das heute oder ist sie nur noch eine Union der Egoisten? Auch darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Yorgos Chondros von der griechischen Syriza sagt, die Lage ist katastrophal. Wir können keine weiteren Kürzungen akzeptieren. Martin Schulz, der Präsident des Europaparlaments, erwidert, wenn die griechische Regierung ihre Verpflichtungen erfüllt, kann man sofort helfen. Christoph Paulus, der Professor an der Berliner Humboldt-Universität, erklärt, gäbe es ein Insolvenzrecht für Staaten, wäre diese Krise vielleicht längst vorbei. Richard Sulik, der slowakische Europapolitiker, fordert, die Griechen haben nichts zustande gebracht. Sie sollten die Eurozone verlassen. Ulrike Gero, die Politologin, sagt, die Deutschen glauben, dass sie für die Griechen zahlen. In Wahrheit verdienen wir daran. Und Wolfram Weimer, für den Verleger steht fest, ein Austritt Großbritanniens aus der EU ist viel gefährlicher als ein Euro-Abschied Griechenlands. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und einen guten Abend auch in dieser Runde. Steigen wir mit der Frage ein, wie lange läuft sie eigentlich noch, die Griechenshow? That's the Muppet Show. Naiver Amateur oder Meisterstratege? Der griechische Finanzminister auf Europatour. Brüssel, Rom, Madrid. The show must go on. Gut gelaunt gegen den Staatsbankrott. Die Groupies sind außer sich. Ich werde ein kurzes Statement abgeben, also bitte seien Sie still. Unterdessen im deutschen Kanzleramt. Fleißig wird ein wirklich allerletzter, wie es heißt, Kompromissvorschlag der Gläubiger erarbeitet. Prompt folgt die Abfuhr aus Athen. Wir warten nicht, dass man uns Pläne vorlegt. Griechenland legt seinen eigenen Plan vor. Und diese detaillierten griechischen Reformpläne haben bekanntlich eine wirklich lange Tradition. Der nächste Schritt ist jetzt die Vorlegung einer Liste. Es gibt in der Sache keinen neuen Stand. Und ja, die Zeit geht voran. Heute ist der 11. Mai. Da soll jemand weichgekocht werden. Vor allem noch nicht mal die griechische Regierung, sondern die europäische Öffentlichkeit. The show must go on. Schon ist von einem weiteren Entgegenkommen der Gläubiger die Rede. Das Hilfsprogramm soll verlängert werden. Der griechische Haushaltsüberschuss darf geringer ausfallen. Kurzum, die griechische Drohkulisse scheint zu funktionieren. Sie schlagen doch nicht auf die Kuh ein, die die Milch liefert. Sonst kriegen die Gläubiger ihr Geld nicht zurück. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin, wurde in der EU jemals so erbittert, gekämpft, gefeilscht, wie wir das momentan erleben? Schwer zu sagen. Also jetzt, wo Sie mich so fragen, 1991 war auch schon mal ein ganz schwieriger Moment, wenn wir uns daran erinnern, vor dem französischen Referendum, dem ersten französischen Referendum zu Maastricht, wo es darum ging, ob die Wechselkurse noch mal zusammenkommen. Und es eine Krisensitzung im August 1991 gegeben hat, wo man auch schon gedacht hat, das ESM hält das nicht und das Versprechen wird gebrochen. Also ich glaube, das ist so ein vergleichbarer Moment, aber heute halte ich es schon für dramatischer, einfach weil wir damals noch nicht im Euro waren. Das heißt, die Abwicklungskrisenszenarien wären nicht so schlimm gewesen. Insofern ist das, glaube ich, heute, dass wenn irgendwas was passiert mit Griechenland, sind alle Bürger mit in den Schlamassel gezogen. Herr Schulz, Griechenland ist jetzt Chefsache. Scheitert Griechenland, scheitert dann Frau Merkel? Ich glaube, dass wir... Nein, Frau Merkel hat, glaube ich, alles getan, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht. Das ist eine ganze Menge, um den Griechen zu helfen.
Sie wissen das, ich sage das immer wieder, ich stimme mit Frau Merkel in vielen Punkten nicht überein. Was die Strategie der Bundesregierung angeht, fand ich das Verhalten bisher sehr klug. Wir sollten über das Gelingen reden, nicht über das Scheitern. Und ich halte nach wie vor auch heute und morgen eine Einigung für die, man muss ja mal sagen, worum es geht, letzte Tranche des zweiten Hilfspakets für möglich. Durchaus für möglich? Halte ich für möglich. Da muss sich die griechische Regierung bewegen. Andere haben sich jetzt mehr bewegt in den letzten Tagen. Da muss man dem Herrn Varoufakis mal sagen, brems dich mal. Man ist der griechischen Regierung weit entgegengekommen. Ich muss mal sagen, der Vergleich mit der Kuh. Dass Griechenland jetzt die Kuh sein soll, die gebeugt wird, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also die Milch kam bisher aus anderen Ländern nach Griechenland. Da muss man schon die richtigen Dinge sagen. Ich glaube, dass wir eine Einigung herbeiführen. Dann geht es aber erst richtig los. Denn was Griechenland braucht, ist ja nicht eine ständige Debatte über Hilfspakete, sondern eine nachhaltige Reform des Landes und den Aufbau von Wachstum und Beschäftigung. Darüber müssen wir reden. Das sagt die Politik. Bei uns ist ein Mann, der Syriza. Er kommt aus Griechenland, ist in dem Syriza-Parteivorstand. Herr Chondros, Sie haben natürlich mitverfolgt, dass und wie sehr sich Deutschland eingesetzt hat, da jetzt einen Kompromiss zu finden. Es heißt immer, dass Deutschland sich isoliert habe mit der Sparpolitik. Haben Sie nicht das Gefühl, dass es momentan 18:1 steht? Es dünnte immer so, aber die Frage ist nicht ein Streit zwischen Deutschland und Griechenland oder zwischen Griechen und Deutschen. Und es soll nicht so ausgeführt werden. Und da sollen auch die Massenmedien in dieser Frage wirklich einlenken, weil ein sehr gefährliches Spiel gespielt wird damit. Die Frage ist, ob ein kaputtgespartes Land nicht nur während der Krise, auch schon vorher, aber vor allem während der Krise, mit fehlgeschlagenen Hilfsprogrammen auf Leben erhalten werden kann. Die neue griechische Regierung hat alles daran gesetzt, die Verhandlungen wirklich würdig und im Rahmen ihres Mandates, die von der Bevölkerung bekommen hat, zu führen und natürlich auch im Rahmen der Eurozone und im Rahmen der EU-Regeln. Vom Anfang an hat sie gesagt, Griechenland braucht eine politische Lösung, weil das Problem nicht finanziell zu lösen ist. Die griechischen Staatsschulden sind wirklich tragunfähig. Keiner kann ernst behaupten, dass die griechischen Staatsschulden wirklich zu bezahlen sind. Das heißt, wenn echtes Interesse gibt, dass nicht die deutsche oder die europäische Bürger draufkommen, muss man Griechenland die Chance geben, Wachstum zu erzeugen, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und über dieses Wachstum Teile der Staatsschulden zurückzubezahlen. Und diese Diskussion steht jetzt auf dem Tisch, weil die Diskussion, die die griechische Regierung jetzt führt, es geht nicht um die letzte Tranche, weil das wäre wirklich eigentlich jetzt sinnlos. Es muss endlich die Diskussion um eine gesamte Lösung, nicht nur für die griechischen Staatsschulden, sondern für die Staatsschulden der europäischen Staaten. Wir haben einen Osteuropäer bei uns in der Runde, und zwar den liberalen Politiker der Slowakei. Sie sitzen im Europaparlament, Herr Sulik. Wenn wir jetzt hören, dass weder Frau Merkel noch Jean-Claude Juncker einen Grexit wollen, hat dann die griechische Regierung nicht alles in der Hand, um weiter zu verhandeln? Ja, das Erpressungspotenzial ist sehr hoch. Aber ich denke, die griechische Regierung macht hier einen Fehler, weil die denken, denen ist es ist gut, in der Eurozone zu sein. Nur aus rein ökonomischen Gesichtspunkten hat Griechenland keine Chance, in einer Währungsunion zu überleben, wo Deutschland mit drin ist oder Niederlande oder Österreich. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Griechenland verlässt die Eurozone oder, wenn es in der Eurozone drin bleibt, dann müssen wir es subventionieren jedes Jahr. Die ersten 5 Jahre haben, wie bekannt, 240 Milliarden gekostet. Die nächsten 5 werden zwar nicht so teuer werden, das sollte so um die 100 hinhauen, aber das ist einfach anders nicht zu machen. Wir haben uns ja mit Herrn Schulz hier vor 3 Jahren bei Ihnen in der Sendung getroffen. Damals hat Herr Schulz mir mangelnde Solidarität vorgeworfen. Bei uns ist deswegen auch die Regierung in der Slowakei zerfallen. Und 3 Jahre aber lang nicht war wegen meines Vorwurfs. Nicht wegen Ihnen, nein, wegen dem Mangel, wegen der Solidarität. Ja. Aber was ich sagen will, 3 Jahre lang waren ja die Partner der Eurozone solidarisch
haben ja einen Haufen Geld nach Griechenland geschickt. Und was hat diese Solidarität bewirkt? Mhm. Die Arbeitslosigkeit hat sich verdoppelt und ist mit die höchste der Welt in Griechenland. Industrieproduktion ist auf dem Level der 70er Jahre. Die Wirtschaft ist um ein Viertel geschrumpft. Die Staatsschulden sind von 120 auf 175% gestiegen. Mhm. In der Zwischenzeit, und ich gehöre ja zu den Kritikern von Griechenland, aber in der Zwischenzeit sind Griechen sind die Opfer. Die haben einfach draufgezahlt. Und wenn es Solidarität gab, dann gab es die mit deutschen und französischen Banken. Weil da wurden die Investoren, auch andere Banken natürlich, nicht nur deutsche, französische, aber die am meisten, die Investoren wurden gerettet. Aber wenn wir das alles beiseite lassen, wo da jetzt wer was warm getan hat, die Griechen haben keine Chance in der Eurozone zu überleben. Dauerhaft, ohne ständig subventioniert zu werden. Weil ihre Solidarität endet oder weil sie glauben, dass die Griechen ein besseres Leben davon hätten? Weil die Entwicklung der Konkurrenzfähigkeit von Deutschland und von Griechenland ist viel zu unterschiedlich. Mhm. Das ist der Grund. Wolfram Weimer ist bei uns, Verleger und Publizist. Herr Weimer, wenn man immer nur nachgibt in diesen Verhandlungen und wir erleben ja jetzt die allerletzte Chance mit den Griechen auf irgendeinen gemeinsamen Trichter zu kommen, verliert man dann allen Respekt oder ist das ein schlaues Verhandeln? Also ich muss sagen, ich bewundere schon die Geduld, die Schäuble und Merkel, aber auch Herr Schulz mit den Griechen hat. Denn wenn wir uns die letzten Monate vor Augen geführt haben, dann sind doch Herr Varoufakis und Herr Tsipras, waren noch im Grunde genommen wie Sotaki tanzende Elefanten im europäischen Porzellanladen. Also sie haben eigentlich alles diplomatisch falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und zwar gerade den helfenden Händen gegenüber. Also mit Moskau separat Deals zu machen, die Nazi-Keule rauszuholen, Herrn Schäuble und Frau Merkel persönlich zu verunglimpfen, wo es nur geht, am Ende auch noch ein Band in vertraulichen Gesprächen mitlaufen zu lassen. Das hätte eigentlich bei anderen Regierungen gereicht, zu sagen, nun ist es wirklich genug. Und da muss ich sagen, da bewundere ich die politische Klasse unseres Landes, die da sagt, nee, komm, wir schauen über all das hinweg, wir wollen eine vernünftige Lösung, wir wollen die in der Euro-Familie halten. Und das kann ich gut verstehen, das ist mir auch sympathisch. Auf der anderen Seite geht es jetzt um die Frage, wie hoch ist der Preis? Und wenn der Preis, sie im Euroraum zu halten, darin besteht, dass ein unseriöser Staat von den Seriösen und Fleißigen finanziert wird, wenn der Preis darin besteht, dass links- und rechtsextreme Parteien in Europa immer stärker werden, wenn der Preis darin besteht, dass Europa am Ende doch zerfällt, weil wir diese zentrifugalen Kräfte nicht mehr halten können, dann ist er zu hoch. Mhm. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, komm, lass den Griechen doch ein paar Jahre raus aus dem Euroraum. Sie bleiben doch in der europäischen Familie, aber vielleicht ist es der klügere Weg, jetzt eine eigene Währung zu haben. Das wäre Ihr Plädoyer, raus aus dem Euro, aber innerhalb der Europäischen Union zu bleiben? Okay. Das ist wie bei einem Fußballverein. Stellen Sie sich vor, in einer Mannschaft ist einer schwer verletzt und Griechenland ist schwer verletzt. Er hat das ja gerade geschildert. Dann sollte doch der Trainer nicht sagen, spiel einfach weiter. Dann sagt doch ein guter Trainer, jetzt erhol dich mal, werd wieder gesund, geh in die Reha. Und das wäre das, wenn man sagt, kommt, jetzt macht mal 5, 7, 10 Jahre Drachen, ihr könnt ja wieder zurückkommen. Mhm. Und das finde ich unideologisch betrachtet einfach die vernünftigere Alternative. Herr Honros, das sind gleich mehrere Fragen auf einmal. Versuchen wir es zu ordnen. Können Sie einem armen Land wie der Slowakei erklären, warum es eigentlich weitere Zumutungen selber hinnehmen soll, um eine griechische Malaise zu bezahlen? Ich kann das wirklich sehr wohl erklären. Nicht nur Slowakei, auch vielen anderen Ländern. Aber nicht mit so einem Diskurs. Mhm. Weil, worum geht es wirklich? Geht es darum in Europa, dass wir sozusagen den europäischen Wohlstand nach unten drücken, auf dem Level Griechenlands oder Slowakeis, oder anderen Ländern, denen es nicht vielleicht so gut geht wie Deutschland oder Österreich? Oder geht es darum, den europäischen Bevölkerungen zu sagen, arbeiten wir gemeinsam in unserem gemeinsamen Haus, in unserem europäischen Haus, das wir alle gemeinsam aufgebaut haben, in der Richtung, dass wieder vom Sozialstaat gesprochen wird, dass wieder von Arbeitslosigkeitsbekämpfung gesprochen wird, dass wieder vom Wohlstand insgesamt gesprochen wird. Das heißt, dass wir alle gemeinsam nach oben gehen. Über eine bessere Umverteilung, über eine gerechtere Umverteilung von dem, was insgesamt europaweit
produziert okay. wird. Okay, gleich Einspruch von... Ja, das klingt sehr schön, aber im Grunde wollen Sie doch nur das Geld von den anderen. Nein. Doch, was wollen Sie sonst? Nein, Sie wollen Geld? Der erste Vorschlag, der Herr Varoufakis gemacht hat. Und Schuldenstreichung? Nein. Doch. Nein. Der erste Vorschlag, der von der Regierung gekommen ist und der bis jetzt auch gilt, war, wir wollen keine neuen Hilfsgelder bekommen, weil wir wollen aus diesem Teufelskreis rauskommen. Und keiner kann rauskommen, das hat der Herr Varoufakis sehr gut skizziert mit einer Kreditkarte. Aber anstatt, dass Sie dieses Statement zeigen, zeigen Sie ständig sein Statement mit der Kuh. Er hat gesagt, wenn einer Geld schuldet, man gibt ihm keine Kreditkarte, sondern man schaut, wie er aus seiner Kreditfalle rauskommt. Und um rauszukommen aus dieser Schuldenfalle, nicht nur Griechenland, sondern jedes Land, wie auch jeder private Mensch, wie jede private Person, die überschuldet ist, muss Wachstum produzieren. Also doch Geld. Nein. Für Wachstum. Nein, wir wollen kein Geld für Wachstum. Wir haben den Vorschlag gemacht, liegt vor, ist heute auch veröffentlicht worden, zum Beispiel, statt hohe primäre Überschüsse, die bloß nur durch Kürzungsmaßnahmen zustande kommen und nicht über den Wachstum, das ändern, kleinere Überschüsse, vor allem für heuer und nächstes und übernächstes Jahr, um das Geld, was überbleibt, in die Wirtschaft hineinzugeben, in die Realwirtschaft hineinzugeben, sie ein wenig zu beleben, natürlich auch der Bevölkerung ein bisschen entgegenzukommen, dass in einer wirklich sehr tiefe humanitäre Krise lebt. Und über diesen Wachstum Schulden zurückzubezahlen und vor allem keine neuen Kredite brauchen. Okay, und das klingt nach einer ganz grundsätzlichen Veränderung. Die Frage ist doch, wollen Sie dann eigentlich diese Verhandlungen zu einem Ende führen oder sagen Sie, die Verhandlungen sind Mist und wir wollen eigentlich gar nicht, dass sie zu einem Ende geführt werden? Das ist doch die Frage. Haben Sie überhaupt ein Interesse daran, dass man jetzt eine Lösung findet für das akute, aktuelle griechische Problem? Oder wollen Sie eigentlich aus diesen Verhandlungen raus und sagen, wir müssen eine ganz andere Lösung diskutieren? Das sagen Sie gerade, das ist Ihre Antwort. Wir haben das vom Anfang an gesagt und wir sagen, bis heute dasselbe. Habe ich jetzt auch vor ein paar Minuten bei meiner ersten Wortmeldung gesagt. Okay. Es geht darum, die griechische Problematik kann nur gelöst werden, wenn man insgesamt in Europa über die Schuldenproblematik der Eurozone diskutiert. Okay. Nicht nur über ein einzelnes Land. Sage ich Ihnen ein Beispiel. Hätten wir jetzt einen magischen Stab oder drückten wir auf einen Knopf und Griechenland würde verschwinden oder das griechische Problem würde verschwinden. Würde es dann heißen, dass die Eurozone keine Probleme mehr hat? Würde es heißen, dass zum Beispiel die Schuldenberge Italiens oder Frankreichs aus der Welt geschaffen wurden? Aber die sind finanzierbar an den Kapitalmärkten. Die griechische Staatsschulden waren auch finanziert. Hätten diese sogenannte Hilfsprogramme ihr Ziel nicht so verfehlt, wie schon gesagt wurde. Wir hatten Anfang der sogenannten Hilfsprogramme 124% Staatsschulden gehabt. Jetzt haben wir fast 180. Das heißt, diese Hilfsprogramme haben nicht geholfen. Das war Ihr nicht erstes nur nicht geholfen. Sie nicht haben nur geschadet. Nicht geholfen. Genau. Sie haben genau. geschadet. Sie, okay. haben, sie haben ihr Ziel vollkommen verfehlt. Besser gesagt, ihr eigentliches Ziel haben sie es doch erreicht. Der Herr hat das schon gesagt, das Ziel war nicht Griechenland zu retten, sondern das Ziel war, den Kapitalmarkt zu retten, die Privatbanken, weil bis 2010 waren die griechischen Staatsschulden Privatschulden, die wurden über die Hilfsprogramme vergesellschaftlicht. Jetzt kommen möglicherweise die deutsche oder die slowakische Steuerzahler drauf, wenn es Griechenland nicht schafft, die Schulden weiter zu bezahlen. Es wurde aber über die Hilfsprogramme so organisiert. Okay, wir machen an der Stelle mal einen Punkt und wandern auf die geografisch rechte Seite dieses Tisches und fragen als erstes Frau Gero, nutzt es in dieser Situation, eine so substanzielle Diskussion anzustreben, die noch mal grundsätzlich fragt, ob die Hilfsprogramme richtig waren, ob der Rettungsschirm richtig war, ob? Oder brauchen wir jetzt eigentlich eine akute Lösung eines akuten Problems? Ja, natürlich, wir brauchen eine akute Lösung, aber ohne dann eine Perspektive zu haben, dass wir mal die zentralen Fragen angehen,
geht es natürlich überhaupt nicht, weil sonst machen wir nämlich die Warteschleifen noch 5 Jahre weiter. Das heißt, natürlich müssen wir jetzt irgendwie über den ESM die Griechen über die Juniklippe bringen. Aber es ist, wenn wir diese Krise jetzt nicht zum Anlass nehmen, mal ernsthaft hinzugucken, was da passiert, und da würde ich Herrn Chondros beipflichten. Im Übrigen ist es ja interessant, wir sind ja hier in einer deutschen Talkshow, ja, da ist ja das, was dann von griechischer Seite gesagt wird, wird ja oft beanstandet. Aber wenn wir jetzt in Amerika sitzen würden, würde ich Ihnen sagen, sind 80-90% aller amerikanischen Ökonomen, aller amerikanischen Publikumszuschauer d'accord mit dem Argument der Griechen. Das ist auch Stand vom IWF, von der OECD, dass hier das Krisenmanagement falsch gelaufen ist, dass wir prozyklische Effekte hatten, dass hier sozusagen mitverschuldet von der Eurozonenpolitik die griechische Krise verschärft wurde. Und das nur, um das mal einem deutschen Publikum zu sagen, Deutschland in Relation zu Griechenland, hätten wir das Gleiche eingespart, was die Griechen eingespart haben in den letzten 5 Jahren, hätten wir hier 320 Milliarden aus dem Bundeshaushalt gekürzt. Da wären in Deutschland wäre eine Revolution losgebrochen. Da kann man die Griechen schon verstehen. Und das bringt dazu zu sagen, gucken wir jetzt mal hin, wir haben keine Krise zwischen den Griechen und den Deutschen, Herr Weimer, da bin ich auch nicht bei Ihnen. Rausschmiss ist sowieso keine Lösung, weil stellen Sie sich mal vor, den Griechen geht es dann gut, dann haben die Drachme, dann zahlen die unsere Schulden eh nicht zurück, mit der Drachme schon mal gar nicht, dann sagen die Italiener und die Portugiesen, ach, das finden wir aber schön, wenn wir auch noch mal raus könnten, ja, aus dieser Kandare und zack, 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 zack. So, Moment. Und deswegen ist es nämlich wirklich jetzt an der Zeit, mal politisch hinzugucken. Es geht nicht um die Griechen und nicht um die Deutschen. Es geht um den griechischen Hafenarbeiter, es geht um den deutschen Kleinsparer, es geht um die Deutsche Bank, es geht um die deutsche Exportindustrie und es geht um vielfältige, vielschichtige politische, ökonomische Interessen, die man nicht mehr in nationalem Rahmen diskutieren kann. Hier in Deutschland gibt es nicht das Deutschland, das das Interesse an der Krisenpolitik hat. Hier haben die deutschen Sparer ein Interesse, dass die Zinsen mal wieder hochgehen. Hier hat die deutsche Exportindustrie dieses Interesse überhaupt nicht, weil die sich gerade sehr wohl fühlt mit diesen niedrigen Zinsen und so weiter und so weiter. Und das Gleiche können wir für Griechenland auch machen. Ja, es gibt in Griechenland Oligarchen, die gehören dringend ins Gefängnis, aber ja, es gibt in Griechenland Hafenarbeiter, die haben unverschuldet an dieser Krise gelitten. Das heißt, wenn wir das immer nur in diesen nationalen Kriterien diskutieren, die Griechen gegen die Deutschen, gegen die Slowaken, gegen die Italiener, haben wir schon verloren. Und wenn wir deswegen diesen Punkt der Krise nicht nehmen, um jetzt endlich mal politisch darüber nachzudenken, was wir auf diesem Kontinent in den nächsten 20 Jahren politisch machen wollen, dann haben wir es, glaube ich, echt vergeigt. Gut, das ist jetzt ein großes Tableau. Und dann viele mir natürlich sofort ein, dass das, was aus Amerika zu hören ist und was vom IWF zu hören ist, dann doch nicht so eindeutig ist, wie Sie gerade gesagt haben, weil wir Frau Lagarde zitieren konnten im letzte Woche mit diesem Satz. Der Austritt Griechenlands aus der Eurozone ist eine Möglichkeit. Wir wissen, dass das kein Spaziergang wäre, auch wenn es wohl nicht das Ende des Euros wäre. So, Herr Schulz, da sagt die Chefin des IWF, dass der Austritt Griechenlands eine Möglichkeit wäre, mit der sie mittlerweile spielen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass ohne einen Schuldenschnitt die Griechen ihre Schulden zurückzahlen können. Ja. Herr Schäuble sagt, ich will das auf gar keinen Fall. Wollen diese drei Institute, die eigentlich Geldgeber, Gläubiger der Griechen sind, eigentlich noch in dieselbe Richtung? Ja. Schön. Es gab in der dieser Woche, ja bis gestern Abend, Verhandlungen zwischen den drei sogenannten Institutionen, werden jetzt nicht mehr Troika genannt, ist auch gut so. Und die haben sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Das Europaparlament hat dann auch gesagt, Troika gibt es nicht. Ne? Die haben sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt und das ist das, was jetzt der griechischen Regierung vorgelegt worden ist. Ich will aber mal, wenn Sie gestatten, einen Satz zur griechischen Regierung sagen. Die gehen mir, seien Sie mir nicht böse, Herr Chondros, wenn ich das so sage, bisweilen gewaltig auf die Nerven, ob das jetzt Herr Varoufakis oder jemand anders ist. Aber man muss zur Ehrenrettung dieser Regierung mal eins sagen. Die ist seit 6 Monaten im Amt. Die Probleme, die dieses Land hat, die hat nicht diese Regierung verursacht, sondern die Vorgängerregierungen, ob sie jetzt sozialdemokratisch oder konservativ waren, die haben das vergeigt. Und Syriza hat eine riesige Erblast zu übernehmen. Was ich aber nicht verstehe, ist, was Syriza tut. Während der größten Krise dieses Landes haben die reichsten Leute Griechenlands geschätzt 120 Milliarden Euro aus diesem Land rausbringen können. Wir reden immer nur, da haben Sie recht, über die Kürzungen bei den Renten, die Kürzungen bei den Löhnen. Wann reden wir endlich mal darüber, dass wir in Europa ein Steuersystem brauchen, das dazu führt, dass nicht die kleinen Leute in Deutschland oder Griechenland... Nee, genau. Aber das kann nicht Griechenland allein machen. Ja, genau. Da werfen Sie Syriza vor. Politische Union. Da soll die politische Union machen. Da sollen wir endlich einmal europaweit über die Möglichkeit... Regen Sie sich auf, wenn ich fertig bin. Regen Sie sich auf, wenn ich fertig bin. Kommt noch ein bisschen was dazu. Über die falschen Aufgaben machen wir nicht weiter.
regen Sie sich auf, wenn ich fertig bin, kommt nämlich noch was dazu. Wann haben wir in Europa endlich die Möglichkeit, damit aufzuhören, dass die griechischen Hafenarbeiter oder die deutschen Kleinsparer die Zeche dafür zahlen, dass wir ein Bankensystem gerettet haben, Herr Weimar, dessen Meltdown, dessen Zusammenbruch auch uns Deutsche schwer geschadet hätte. Deshalb haben wir es nämlich stabilisiert mit Milliardenbeträgen. Und wann sind wir endlich in der Lage, dass milliardenschwere Kapitalbesitzer nicht von einem Land ins andere ihr Geld verschieben können und wir endlich mal über die Einnahmeseite reden. Wenn denn von den 120 Milliarden, die griechischen Großkapitalbesitzer aus dem Land rausgebracht haben, das Land 10% Steuereinnahmen hätten, dann würden wir hier ganz anders diskutieren. Ich habe, muss ich Ihnen wirklich sagen, auch die Faxendicke, dass wir immer nur über Kürzungen reden, wir aber wissen, dass es in Europa einen Kapitalbestand gibt, wie nie zuvor. Wann kriegen wir endlich mal, weil die Sendung heißt ja, sind wir eine Union von Egoisten, sind wir nicht. Die kleinen Leute sind in Europa solidarisch. Wer sich aus der Solidarität stiehlt, in Europa sind die Besitzer großer Kapitalien, in Griechenland und in anderen Ländern. Herr Schulz, Ihre Regierung ist eine linke, Sie selbst als links bezeichnete Regierung. Okay. Sie haben bisher die großen Räder Ihres Landes nicht besteuert, obwohl Sie das im Wahlkampf versprochen haben. Fragen wir Herrn, Herrn Chondros gleich. Wir sind jetzt noch mal bei der Liste, die die Europäische Union vorgelegt hat. Da geht es um eine Mehrwertsteuererhöhung und es geht um eine Rentensenkung und es geht um geringere Löhne. Wir koalieren nicht mit Rechtsextremisten, das sind Sie doch. Mit der FPÖ. Wenn Sie jetzt einfach, soll ich anfangen zu flüstern? Das hilft sonst immer. Die Liste, die gerade vorliegt, Herr Schulz, Herr Chondros, die Liste, die gerade vorliegt, super, gerade vorliegt, die verlangt von den Griechen genau das. Sie verlangt eine höhere Mehrwertsteuer, niedrigere Löhne, sie verlangt niedrigere Renten. Darauf will sich die EU mit den Griechen jetzt verständigen. Wenn selbst Herr Juncker sagt, was wir in Griechenland momentan haben, ist eine humane Katastrophe, warum werden dann ausgerechnet diesen ohnehin schon gebeutelten neue Sparmaßnahmen aufgedrückt? Darum geht es gerade. Das liegt auf dem Tisch. Nein. Gut. Nein. Okay. Also dann wir haben. Stimmt es alles nicht, was wir lesen? Also wir haben in der vergangenen Nacht eine umfassende Liste vorgelegt bekommen, bei der ich mal sagen muss, weiter als man der griechischen Regierung jetzt entgegengekommen ist. Will ich mal dem Jean-Claude Juncker großes Kompliment machen. Der hat sich da unwahrscheinlich aus dem Fenster gehängt und zum Beispiel so netten Damen wie Frau Lagarde gesagt, nee, das ist mit mir nicht zu machen. Weil es in Griechenland tatsächlich eine soziale Katastrophe gibt. Und die von Ihnen genannten Punkte sind in der Liste, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, nicht enthalten. Nicht mehr enthalten. Nicht mehr enthalten. Die Entlastung bei dem Herabsenken des verpflichtenden Haushaltsüberschusses, die Ausnahmetatbestände bei den von Ihnen genannten Mehrwertsteuerbeträgen, da geht es um Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gesundheitswesen, das halte ich also für einen absoluten Quatsch. Da ist bei der griechischen Regierung weit entgegengekommen. Ich finde jetzt nur, nach allem entgegenkommen, muss diese Regierung auch mal aufhören, ständig Grundsatzdebatten zu führen. Denn wenn jetzt die Hilfszahlungen nicht kommen, dann bricht das Land zusammen. Und wenn das Land zusammenbricht, aus dem Euro raus ist, Herr Weimar, werden wir es auch finanzieren müssen. Mhm. Denn woher kommen die Gehälter, woher kommen die Investitionen, woher wird das Land am Leben gehalten? Ja nicht mit der Drachme, sondern mit Hilfszahlungen aus dem EU-Haushalt. Deshalb bitte ich dafür, dass wir nicht über Theorie, sondern über Praxis reden. Praxis ist, wir haben einen sehr, sehr weitreichenden, entgegenkommenden Vorschlag gemacht. Es ist jetzt an Ihnen und Ihrer Regierung endlich, die Hilfen, die man Ihnen gibt, auch anzunehmen. Okay, Herr Chondros darf sagen, ins Detail will Martin Schulz nicht gehen. Die Liste ist offensichtlich nicht mehr die Liste, die wir noch in den Medien zitieren, die die EU der griechischen Regierung vorgelegt hat. Dieses Papier und die letzten Gespräche sind vertraulich geblieben. Ob das jetzt ein Angebot wäre, was der griechischen Regierung gefiele? Also, vorher mal ein paar Bemerkungen. Nein, bitte nicht. Sagen Sie doch einfach mal, ob das eine annehmbare Verhandlungsbasis ist für Sie. Welche? Weil der Vertreter von Herrn Juncker hat vor einer Stunde gesagt, es wurde von Juncker Seite nichts vorgelegt. Mhm. Also, was stimmt das jetzt? Der Vertreter von Herrn Juncker hat das vor einer Stunde ungefähr. Naja, das kann Herr Chondros, glaube ich, auch nicht wissen. Also Liste liegt in Athen. Ich kann das sowieso nicht wissen. Ich bin sowieso nicht in der Regierung, vertrete auch nicht die Regierung. Nein, die Liste liegt in Athen, Herr Chondros, ist vorgelegt. Aber sprechen wir über die Fakten. Ihre Regierung berät gerade darüber. Sprechen wir über die Fakten, weil Sie auch das Gesundheitssystem jetzt angesprochen haben.
Die Rentner in Griechenland haben in den letzten 5 Jahren zwischen 20% und 48% an Rente verloren. Jetzt wird das verlangt. Jetzt wird das, ja, sicher. Es gibt aber viel höhere auch von der Slowakei und auch viel niedrige. Was für niedrige? Die Durchschnittsrente ist 400 bei den 800. Ja, aber das ist alles so ein bisschen viel niedriger. Das ist jetzt, Geld ist Geld. Können wir den Wald noch mal sehen vor lauter Bäumen? Ja, wir versuchen ihn zu bauen um den Wald. Weil ehrlich gesagt ist ja interessant, mit Herrn Sulik sitzt jemand in dieser Runde, der für ein Land steht, das sich wie die Slowakei sehr an die Vorgaben der EU gehalten hat, die mit viel Sparen und mit sehr viel Disziplin das Land auf einen guten Weg gebracht haben. Und der muss aus dieser Runde gehen und sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Da gibt es Länder, die halten sich an Verträge. Sekunde, Sie sind gleich wieder dran. Bis jetzt hat das Land Griechenland die Pflichten, ihr Pflichten sowohl dem Ausland, das heißt dem Gläubiger, auch dem Inland, zum vollen Ausmaß und pünktlich bezahlt. Und bis jetzt haben auch Länder wie Deutschland oder auch Slowakei an Zinsen verdient. Das habe ich aber auf dem Tisch noch nicht gesagt. Aber das ist, weil diese Diskussion wirklich keinen Sinn hat. Mhm. Wir gehen aber zurück zu, ich gehe zurück zu Ihrer Frage vorher. Weil wir finden es, dass jetzt von Griechenland verlangt wird, dass die Rentner, die eine Mindestrente von ein paar hundert, 230 oder 350 Euro bekommen, noch Mehrwertsteuer für ihre Medikamente bezahlen, hat es keinen, ja, das, was verlangt wird. Da hat Herr Schulz jetzt eine neue Information, weil er sagt, wenn es ist rausverhandelt, okay, und die Rentner sollen offensichtlich nicht. Wenn es aus dem Tisch ist, und der Herr Schulz kann das wirklich wissen, dass die Mehrwertsteuer für die Medikamente zum nicht schönen erhöht Satz soll. Gehen können, dann nehme ich es zurück. Aber das ist eine Information, die jetzt aus dem Herrn Sulik kommt. Trotzdem noch mal die Frage an Herrn Sulik. Herr Sulik, das, was die Slowakei, der Wald und die Bäume, was die Slowakei für die Griechen gebürgt hat, ist eine nennenswerte Summe. Und was die Slowakei selbst geschafft hat, ist ein nennenswerter Weg, weil sie haben sich an europäische Verträge gehalten. Zum Beispiel. Sie haben die Sparauflagen erfüllt, sie haben die Reformbemühungen ins Leben umgesetzt. Haben Sie das Gefühl, der Ehrliche ist der Dumme? Ja, das auf jeden Fall. Und dieses Gefühl ist umso mehr verstärkt, wenn ich jetzt die Verhandlungen der letzten Monate sehe. Da muss man doch einfach nur stark genug auf den Köpfen von Leuten wie Herrn Schulz rumspringen und die werden schon nachgeben, weil die haben keine andere Möglichkeit. Weil es waren eben Politiker wie der Herr Schulz und Herr Juncker und Frau Merkel, die das Geld der Steuerzahler nach Griechenland zum Fenster rausgeschmissen haben. Jetzt könnt ihr doch nicht sagen, ja, tut uns leid, war ein Fehler und wir werden es nicht mehr machen. Jetzt müssen Sie sich schon dran festhalten. Ja, aber Sie widersprechen sich selber. Sie haben vorher gesagt, das Geld ist an die Banken gegangen. Darf ich reden, bitte? Ja, natürlich ist das Geld an die Banken gegangen. Aber ich habe schon vor 5 Jahren gesagt, das ist ein riesengroßer Fehler, nur ein Cent nach Griechenland zu schicken. Griechenland hat keine Chance und soll die Eurozone verlassen. Das ist ja nicht der Weltuntergang, es ist auch kein Ende der Europäischen Union. Es ist nur ein Ende eines Irrtums, dass Länder so unterschiedlich wie Deutschland und Griechenland in einer Währungsunion zusammenleben können. Das ist alles. Ich würde mal gerne dekonstruieren den Begriff Länder. Wir leben in einer aggregierten Volkswirtschaft. Das Land, in dem wir leben, heißt Euroland. Das müssen wir langsam mal verstehen. Es geht Das ist Ihr Problem, dass Sie das nicht verstehen wollen. Aber hier sitzen lauter junge Leute. Wollen. Wenn ich die hier sehe in diesem Publikumsraum, dann müssen wir endlich mal verstehen, dass wir in den nächsten 20 Jahren nicht mehr von die Slowaken, die Griechen, die Italiener sprechen, sondern wir sind die Bürger von einem Land, das heißt Euroland. Dieses Land hat eine Währung, der heißt Euro. Wir müssen um diese Währung eine Diese Debatten sind die Debatten, die am allernotwendigsten sind, damit wir hier Wenn noch einen Kompass dafür bekommen, Frau Gero, wo wir in 20 Jahren sein das wollen. Das Leben ist widerwärtig, hässlich und gemein. Und dieses Europa besteht aus vielen nationalen Regierungen. Die das einen ist das nationalen Regierungen, Herr Weimer, stehen unter Druck, weil sie ihre Nationen entsprechend gequält haben, um Auflagen zu erfüllen. Die anderen Regierungen, die gegeben haben, stehen von ihren Nationen unter Druck, weil sie viel gegeben haben und hohe Risiken eingegangen sind. Ja, wie reagiert man? Wie löst man dieses Paradoxon auf? Also ich träume wie Sie von einem geeinten Europa, aber ich träume auch von einem gerechten Europa. Ich auch. Und das, wie er sich durchschummeln will, wo es eine große Diskrepanz von Rhetorik und, wie Herr Schulz zu Recht sagt, Handlung der Regierung gibt, oder man kann auch sagen von Sparethos und Geldforderung,
Das ist nicht ein gerechtes Europa, denn es sind ja nicht nur die Slowaken, es sind ja auch die Portugiesen, die Spanier, die Iren, die Balten. Alle haben ihre Programme erfüllt, haben sich angestrengt und alle sind im Moment auf sehr guten Wege. Wir haben ein echtes Sonderproblem und das ist ihres. Na, sagen Sie mir einen so wie Sie in der Runde sich halten, so fällt sich auch darauf ab. Wir versuchen es vielleicht einfach mal mit dem, was Griechenland jetzt als nächstes zurückzuzahlen hat und welches akute Problem deshalb vor genau diesen Gremien steht, über die wir die ganze Zeit reden. Hier kommt ein kleiner Film. Morgen sollte Griechenland 310 Millionen zurückzahlen. Das sind tatsächlich Peanuts im Vergleich zu knapp 4 Milliarden Euro am 12. Juni und nochmal so viel am 20. Juli. Allein bis zu diesem Datum beläuft sich die Summe der griechischen Rückzahlungen auf 13 Milliarden. Selbst mit einer Freigabe der letzten 7,2 Milliarden aus dem Hilfspaket bräuchte Griechenland bereits im Juli wieder frisches Geld. Bei uns ist Professor Christoph Paulus. Sie sind Jurist, Herr Paulus. Sie befassen sich mit Insolvenzrecht. Sie haben den Internationalen Währungsfonds beraten. Das tun Sie immer noch. Nach Maßgabe Ihrer Analyse, ist Griechenland bereits insolvent? Ich meine sogar schon seit langem, ja. Mhm. Weil? Weil das Ganze, und da gebe ich Frau Gero völlig recht, die letzten 5 Jahre sind ja eine Verzögerungstaktik gewesen. Und wenn ich jetzt eben in insolvenzrechtlichen Kategorien denke, dann ist das ein Aufschub, der Versuch, eben die tatsächlich bestehende Insolvenz von einem Tag auf den anderen hinzuretten. Mhm. Wenn ich jetzt noch mit hinzunehme, was wir vorhin gerade erfahren hatten, dass eben jetzt diese sogenannte Sambia-Lösung gewählt wurde, das ist ein sich hinretten über die nächsten 4 Wochen. Müssen wir noch mal erklären. Gerade gab es die Nachricht, dass der IWF sich mit Griechenland darauf verständigt hat, dass Griechenland gebündelt die Schulden zurückzahlen kann, bis zum 30. Juni insgesamt 2 oder 3 ausstehende Zahlungen. Das nennt man Sambia-Lösung. Warum eigentlich? Weil in den 70er Jahren, wenn ich das recht erinnere, Sambia mal diese Option zugebilligt bekommen hat. Und seither ist das eben der stehende Begriff dafür. Gut, also man kann jetzt quasi mit einem Sammellos darauf hoffen, dass bis zum 30.06. diese größere Summe zurückgezahlt wird an den IWF. Ist das ein rechnerischer Trick oder hilft das substanziell? Substanziell hilft es nur dann, wenn man zu einer Einigung kommt, weil die Lage, in der sich Griechenland, wie übrigens alle Schuldnerländer der letzten 280, eigentlich der letzten 2000 Jahre befindet, es ist darauf angewiesen, nachdem es keine rechtliche Lösung gibt, einen Verhandlungserfolg mit den Gläubigern zu erzielen. Mhm. Es hängt alles davon ab, ob die Gläubiger einem Schuldenschnitt zustimmen. Einem neuerlichen Schuldenschnitt weil es hat ja schon mal einen von 53% gegeben. Wir nehmen den Gedanken von Frau Gero auf und fragen uns, wenn der Grexit eine Idee für Griechenland wäre, wie spannend fänden dann tatsächlich die Italiener und die Spanier und die Portugiesen diesen Gedanken? Und wie sähe das Modell aus, dass auch sie aus dem Euro austreten, aber in der Union bleiben? Das ist in der Tat jetzt erstmal schwer vorzustellen. Ich befürchte, dass die psychologischen Faktoren, die da im Werke sind, übrigens auch entgegen dem, was Sie, Herr Weimar, vorhin gesagt haben, für den gesamten globalen Kapitalmarkt katastrophal wären. Weil es ist nun einmal, dass man sich zusammengetan hat als ein unlösbarer Bund. Mhm. Es ist ja nicht von ungefähr, dass in den Verträgen keinerlei Möglichkeit vorgesehen war, dass man irgendwie die vielleicht mal beendet. Das war ja eine Hoffnung und eine Absicht, in die Zukunft hinein immer enger zusammenzuwachsen. Irreversibel verbunden zu sein. Irreversibel zum Euroland zu mutieren, langsam eben hinüberzugehen. Und nun sagen Sie auf der anderen Seite, Herr Paulus, dass eine Staatspleite eigentlich überhaupt kein Problem sei. Die hätte es immer gegeben. Ja, rein faktisch hat es die gegeben. Unseligerweise, da bin ich nun der Jurist und der Juraprofessor und ich bitte insgesamt um Nachsicht dafür, ist eben bislang unter den Juristen noch keine Lösung dafür gefunden worden. Mhm. Das ist das, was früher mal das geordnete Insolvenzverfahren genannt worden ist. Insolvenz ist in diesem Kontext vielleicht ein unpassender Begriff, den mögen viele Politiker nicht, den mögen viele Menschen nicht. Der Sache nach ist es aber so etwas, sagen wir mal, ein geordnetes Schuldenregulierungsverfahren. Mhm. Also ein staatliches Insolvenzverfahren, was mit einem insolventen Staat genauso ähnlich umgeht, sagen wir, wie mit einer Firma, die in die Insolvenz geht? Oder was ist dieses Modell und was beschreibt es? Es gibt verschiedene Modelle. Das, was ich selber zu propagieren versuche, das ist basiert darauf, dass
jetzt mal ganz banal runtergeschraubt auf den schlichten Nenner, dass Schuldner und Gläubiger in einen Raum wie diesen hier reingenötigt werden und so lange abgeschlossen wird, bis die eine Verhandlungslösung gefunden haben. Mhm. Das ist sehr, sehr simplifizierend, aber der Sache nach ist das. Mhm. Warum könnte Griechenland aus einer solchen ordentlich abgewickelten Insolvenz sogar gestärkt herausgehen? Auch das sagen Sie? Es gibt Untersuchungen von Ökonomen, soweit ich weiß, die Insolvenzfälle, das sind ungefähr 100 der letzten 40 Jahre, untersucht haben. Auch das ist vielleicht mal ganz wichtig in diesem Kontext hervorzuheben. Wir reden jetzt über Griechenland, als wäre das so ein völliges Unikat in der Weltgeschichte. Das ist es nicht. Es sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unendlich viele Staaten pleite, beispielsweise die ganzen Südseestaaten wegen des Global Warming. Es ist niemand hierzulande weiß von Jamaika, niemand weiß von der Pleite von Burkina Faso oder ich weiß es nicht genau. Also es sind wirklich entlegene Länder, dass in diesem Kontext die wirtschaftlich gestärkt herausgehen in dem Moment, in dem der Regierungschef sagt, wir haben eine Pleite. Mhm. Ab dann beginnt erstaunlicherweise das Interesse der Gläubiger wieder zu wachsen oder das Vertrauen der Gläubiger daran, dass dieser Staat nun etwas unternehmen will. Mhm. Und das sehe ich als eines der ganz großen Probleme der griechischen Regierung an. Dieses 5 Jahre Dahindämmern, wenn ich ausländischer Investor wäre, dann würde ich in diesen Dämmerzustand, würde ich nichts hinein investieren. Mhm. Aber eben in ein geordnetes Insolvenzverfahren sehr wohl, weil es geordnet wäre. Weil es geordnet wäre, weil es unter der Aufsicht von... Ich löse die Debatten aus. Ich freue mich außerordentlich. Ich komme gleich. Wenn wir hier ganz kurz noch mal zuhören, Herr Ronnors. Also noch mal, in dem Moment, wo das gesagt wird, ist der Neuanfang gewissermaßen vorprogrammiert. Mhm. Diese Untersuchung geht sogar noch weiter, dass bestimmte Politiker trifft es üblicherweise. Aber der Sache nach ist das der entscheidende Punkt, ab dem die Kurve wieder hochgeht. Wie haben Sie zitiert vorne in der Sendung mit dem Satz, dass Griechenland sogar aus der Krise schon hätte raus sein können, wenn es dieses Staatsinsolvenzrecht gäbe? Ja. Weil? Nochmal, wir nennen es mal lieber nicht Staatsinsolvenzrecht, weil das kommt nicht sehr gut an. Nochmal das Schuldenregulierungsverfahren. Mhm. Verzeihen Sie die Klingt Korrektur. Total political correct. Ja, absolut. Ja. Der Grund wäre, dass, also nach dem Verfahren, das ich vorschlage, aber das andere haben das ähnlich eingebaut, da sind bestimmte Verfahrensfristen da. Mhm. Also die Leute, die hier dann in diesen Raum eingesperrt sind, die werden schon unter Druck gesetzt. Sie haben diese Idee nicht gestern gehabt, sondern die gibt es schon seit geraumer Zeit. Sie liegt auch einmal klar beschrieben auf dem Tisch, wenigstens einmal. Warum sind die Politiker bisher darauf nicht eingegangen? Das ist eine Frage, die mich umtreibt. Es hat mir ein Politiker im Vier-Augen-Gespräch mal gesagt, das war vor 4 Jahren, Herr Paulus, Sie haben ja völlig recht, die Situation, die wir jetzt haben, das war im Sommer 2011, muss den Politikern aus den Händen genommen werden. Das hat er natürlich nur in der Vier-Augen gesagt. Nach 3 Wochen hat er eine Bemerkung gemacht, über die sich ganz Europa empört hat, die ich jetzt hier nicht zitiere, um ihn nicht zu dekouvrieren. Aber jedenfalls ist meine Überzeugung und die Schlussfolgerung, die ich als Antwort auf Ihre Frage gebe, ist, die Politiker wollen die Macht nicht aus der Hand geben. Sie wollen die Macht nicht aus der Hand geben? Okay. Spiele gespielt zwischen einzelnen Staaten, zwischen einzelnen Institutionen? In welcher Konstellation auch immer. Das ist für mich nicht durchschaubar, aber es ist ein Machtinstrument, das man offenbar nicht so gern aus der Hand zu geben bereit ist. Christoph Paulus, toll, dass Sie heute bei uns sind. Wir geben diese Frage genau weiter. Und zwar zunächst an Martin Schulz. Herr Schulz, was wäre eigentlich so schlimm daran, um es ganz konkret zu fragen, wenn die Griechen aus dem Euro gingen und in der Union blieben? Dann wären wir nicht mehr 10, sondern wir wären 9. Es ging in anderen Fällen auch. Wo ist das Problem? Und warum haben wir nicht längst diese flotte Idee aufgegriffen und gesagt, wir lassen uns durch eine Matrix helfen? Also zunächst mal, der Austritt aus dem Euro ist der Austritt aus der Europäischen Union. Das kann man nicht trennen. Da müssen Sie den Vertrag ändern. Ja. Da brauchen Sie Zustimmung. Das kann man doch. Wir haben ja Unionsmitglieder, die nicht der Eurogruppe angehören. Warum soll das nicht gehen? Aber potenziell alle im Euro sind, weil das so vereinbart ist. Wenn die Herren kommen, die in den Euro. Ich bin gerne bereit, Ihre Frage zu beantworten. Machen wir jetzt. Hier kommt die Antwort auf meine Frage. Also Sie können nicht aus der Eurozone austreten, ohne aus der Union auszutreten. Das ist vertragsrechtlich genauso vorgesehen, da irren Sie sich.
Der EU-Vertrag sieht mit Ausnahme von Großbritannien und Dänemark vor, dass alle Mitglieder der EU Mitglieder der Eurozone sein müssen oder werden müssen. Dann müssen Frage Nummer zwei. Weil wir kein, wie er das eben richtig gesagt hat, Staatsinsolvenzrecht haben. Deshalb haben Sie eine schöne andere Formulierung genommen. Man wird sicher dauerhaft über sowas nachdenken müssen. Es hilft uns nur kurzfristig nichts, weil wir sind kurzfristig in der Situation, ich zumindest und meine Kollegen, die daran arbeiten, dass wir bis Ende dieser Woche, spätestens bis Ende Juni, eine Lösung für ein Land finden müssen von 10 Millionen Menschen, das vor dem totalen Zusammenbruch steht. Jetzt kann man sagen, lasst sie zusammenbrechen. Ihre These ist, sollen aus dem Euro raus. Okay, kann man sagen, lass sie rausgehen. Ich sage Ihnen, wir werden die gleichen Summen aufwenden müssen, weil das Land am Leben erhalten werden muss. Und deshalb sage ich noch mal, hier sind zwei Seiten. Und wir sind gar nicht so weit weg von dem Szenario, das Sie beschrieben haben. Die, die gestern in Brüssel in dem Raum saßen, die sind in der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, die Währungshüter der EZB, die Kommissionsvertreter, die IWF, also die Leute des Internationalen Währungsfonds, auf der anderen Seite die Regierung. Und jetzt wiederhole ich das noch mal, was ich eben gesagt habe. Ich bin heute aus Brüssel hierher gekommen. Ich habe heute mit zwei Beteiligten lange gesprochen. Mit Herrn Juncker und mit Herrn Tsipras. Okay. Und Herrn Tsipras. Okay. Und ich glaube, es ist so, dass wir eine Einigung im Sinne dessen, was Sie beschrieben haben, auf dem Tisch liegen haben. Vier Beteiligte, drei haben sich weit bewegt. Weiter, als wir uns das vielleicht hier so ausmalen. Es ist jetzt eine Pflicht in meinen Augen der griechischen Regierung, dieses Angebot anzunehmen. Weil wenn sie es nicht annehmen, schadet es nicht dem Herrn Varoufakis, sondern den Hafenarbeitern in Athen. Und deshalb finde ich es Verpflichtung, gerade einer linken Regierung, jetzt die Hilfsangebote endlich anzunehmen. Dieses anzunehmen. Das Fragespiel zu Herrn Chondros machen wir nicht nochmal, sondern wir fragen Herrn Weimer. Die Kanzlerin hat einen entscheidenden Satz gesagt. Sie sagt viele entscheidende Sätze, aber der ist wenigstens hängen geblieben in Bezug auf die Griechenland-Krise. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. War es ein Fehler, die Werte Europas mit der Währung zu verbinden? Den Satz von Angela Merkel würde ich sogar unterschreiben. Ich halte auch den Euro für einen integralen Bestandteil des europäischen Einigungsprozesses. Nur ob da jetzt ein Land mal ein paar Jahre draußen ist oder drin oder wie viele Länder genau drin sind, ob die Briten mal dazukommen oder nicht, das ist nicht entscheidend. Das steht im Moment auch nicht zur Debatte. Der Hinweis von Herrn Paulus, der ist richtig, denn der verweist ja auch auf einen grundlegenden Gedanken der Demokratie. Wenn wir alle Deutschen fragen würden, würdet ihr von eurem privaten Ersparten diesem griechischen Finanzminister Geld geben? Dann würden wir wahrscheinlich sehr niedrige Erträge einsammeln können. Wahrscheinlich gar nichts, was Griechenland weiterhilft. Wenn das aber so ist, dass die Bevölkerung sagt, wir vertrauen denen nicht, wie die das im Moment machen, dann kann die Regierung doch schwer über sehr lange Zeit das Gegenteil dessen tun. Sie tut es trotzdem, und zwar aus einem hohen Ethos, das gestehe ich gerne zu, und das finde ich auch gut und legitim. Aber irgendwann muss man doch erkennen, zu sagen, wenn die Griechen partout nicht wollen, und Sie haben das ja sehr plastisch geschildert, und Sie, und das muss ich jetzt doch mal sagen, Sie verunglimpfen ja die Helfer immer als die Übeltäter, als seien sozusagen die, die Ihnen 100 Milliarden mal gegeben haben, seien die an einem Unglück schuld. Das sind Sie natürlich nicht, das ist Griechenland schon selber. Und deswegen finde ich, Griechenland hat jetzt die Entscheidung. Hat die Entscheidung, bleibt es im Euro, nimmt es diese Hilfe an, aber sie kann nicht ein Sündenbockspiel betreiben und sozusagen auf ewig abkassieren in Europa, weil das verletzt die Integrität Europas, nicht nur der Slowaken, auch der Portugiesen, der Spanier und der Balken. Ich würde gerne einen Satz dazu sagen. Gleich, Herr Schulz, ja, dann Herr Sulik. Ich möchte Ihnen ausdrücklich beipflichten. Das freut mich aber, Herr Schulz. Und noch mal an die griechische Regierung appellieren. Und wenn Sie gestatten, würde ich es gerne ganz praktisch machen. Sie haben eben darauf hingewiesen, wir sitzen alle in einem Boot. Und es gibt nicht nur Deutschland. Italien reformiert sein Land zur Zeit der Renzi mit drakonischen Maßnahmen. Wenn Griechenland aus dem Euro rausgeht, wenn die nicht mehr zahlen würden, müsste Italien seine bilateralen Kredite zu Griechenland abschreiben. Das würde alle Sanierungseffekte, die jetzt erreicht haben, in einer Minute auffressen. Deshalb haben auch die Griechen eine Verantwortung. Deshalb kann ich nur noch mal appellieren. Wir haben eine Verantwortung, das Land nicht pleite gehen zu lassen, weil es massenhaft Menschen ins Elend stürzt. Aber Sie haben auch eine Verantwortung, ich kann das nur noch mal sagen, endlich die Hand, die Ihnen gereicht wird, anzunehmen. Herr Sulik. Ja, ich wollte Herrn Schulz... Äh
vor kurzem, als Herr Weimar gesagt hat, Griechenland kann doch raustreten, sagten sie, naja, das erlauben die Verträge nicht. Es sind aber genau dieselben Verträge, die sagen, jedes Land haftet für seine Schulden selbst. Artikel 125, das hat sie nicht gestört. Als gegen diese Verträge, da wurden die Verträge gebrochen, vor 5 Jahren, als das Geld nach Griechenland ging. Ich denke auch, die hätten damals Insolvenz oder Pleite anmelden müssen, einfach Staatsbankrott erklären, haben sie ja in den letzten 180 Jahren 5-mal gemacht, haben das im Blut sozusagen, da wäre nichts passiert. Heute wäre Griechenland genesen, weil heute ist, wie ich bereits gesagt habe, Griechenland in der Zwischenzeit das Opfer des ganzen Spiels und sie wissen nicht, wie weiter. Und wenn Herr Tsipras das Angebot nicht annehmen wird, wo sie fast betteln, dass er das macht, wenn er das nicht macht, werden sie noch mit einem allerletzten Angebot kommen. Und dann noch mit einem, die werden ihnen auf den Kopf rumspringen, weil einfach sie sich erpressbar gemacht haben. Das ist das Problem. Und noch einmal, Griechenland muss Europa verlassen, Eurozone verlassen. Und sie sagen, naja, aber das wird auch Geld kosten. Ja, aber dann können wir endlich anfangen, eine Lösung zu haben, weil jetzt ist es eben nur dieses Durchwurschteln. Das geben Sie ja selbst zu. Und wenn Sie die Lösung jetzt finden, haben wir weitere Jahre. In 5 Jahren sitzen wir noch mal hier und dann werden wir feststellen, okay, 10 Jahre sind verloren gegangen. Ich frage noch mal an Herrn Paulaus, dann ist gleich Frau Gero dran. Wenn man sich noch mal vorstellt, dass ein Land von der Größe Hessens mit der Wirtschaftskraft Hessen in der Lage ist, uns seit 5 Jahren, seit 6 Jahren so in Bann zu halten. Ganz Europa, eigentlich die Welt, weil die Amerikaner hören nicht auf zu drängen, dass wir endlich eine Lösung finden. Die wollen nicht noch mal ein 2007 erleben. Wenn wir seit 5 Jahren in, zu sagen, der, wie soll man das formulieren, in der Fessel eines so kleinen Landes sind, hätten wir mit Ihrem Vorschlag diese Zeit verkürzt oder das Problem gelöst? Wir hätten es dramatisch verkürzt. Und nach 2 Jahren oder wie lange die Option ist, wie lange man das Verfahren durchziehen lassen will, da wäre ein wie auch immer geartetes Ende da. Mhm. Es schließt nicht aus, das ist in meinem Vorschlag zumindest so vorgesehen, dass am Ende nun doch dann allerdings der Worst Case tatsächlich eintritt, dass es zu keiner Einigung kommt. Und dann sieht es in der Tat sehr, sehr düster aus. Und dann wäre wahrscheinlich ein Brexit, das wäre das einzige Szenario, das ich mir in einem solchen Fall dann vorstellen könnte, tatsächlich dasjenige, was man zu gewärtigen hätte. Die Chance wäre aber riesengroß gewesen, dass man natürlich in diesen Verhandlungsrunden zu einem Ergebnis gekommen wäre. Und dann wäre die Schuldenverteilungslage klar gewesen. Mhm. Darf ich an der Stelle ein Wort einflechten? Und ich bitte jetzt die Praktiker hier am Tisch zu entschuldigen. Sie haben vorhin in seine Richtung etwas von Schuld gesagt. Wir in Deutschland haben ein ganz, ganz unseliges Problem, rein sprachlich übrigens. Wir reden unseligerweise als einzige in der deutschen Sprache von Schulden, Schulden. Und Schulden ist Schuld. Die Engländer sagen debt und die own eine debt. I owe a debt. Und in deutschen Land, wenn man das übersetzen, das Deutsche ins Englische übersetzen würde, I guilt a guilt. Und dadurch sind wir geprägt, weil die Sprache deformiert unser Denken und dadurch kommen wir von vornherein in so eine schuldhafte Bahn. Das trägt dazu bei, was Frau Gernot gesagt hat, dass wir tragen sehr, sehr viel Deutsches in die Europäische Union rein, indem wir die Austeritätspolitik betreiben. Wir haben im Moment ein sehr pietistisches Haus hier in Deutschland. Ja, es ist so ein bisschen wie eine Pfarrhaus-Atmosphäre haben wir in Deutschland. Das ist nun mal so. Und dadurch prägt sich eigentlich unser allgemeines Verständnis. Gut, Professor, das dürfen Sie sagen. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Das pietistische Haus hat Ihnen sehr gefallen. Vielleicht können wir uns noch mal für die letzte Runde gestatten, aus diesem pietistischen deutschen Haus herauszuschauen und zu fragen, was in anderen Städten und Ländern Europas geschieht. Weil ja nicht nur in Deutschland diese große europäische Idee dazu führt, dass es nationale Gegenbewegungen gibt, bis sogar nationalistische Gegenbewegungen. Und wenn wir darauf noch mal eine Sekunde schauen, wäre das in meinem und in Ihrem Interesse. In Großbritannien wird so schnell wie möglich per Volksabstimmung über den Verbleib in der EU entschieden. Europaskeptiker gibt es in allen Parteien. Ein Fund, mit dem Premier Cameron wuchern kann. Sonderregeln für die Briten bis hin zu Vertragsänderungen. Der rechtspopulistische Außenminister Finnlands möchte Griechenland am liebsten aus der Eurozone schmeißen. In Spanien feiert Podemos Wahlerfolge mit ihrem Nein zum europäischen Spardiktat. In Polen und Ungarn sind nationalkonservative Politiker wie Ministerpräsident Orbán und Staatspräsident Duda erfolgreich.
Und mit Attacken auf die EU greift in Frankreich Marine Le Pen nach der Macht. Europäische Solidarität? Fehlanzeige. Als es darum geht, Italien und Griechenland bei den Flüchtlingsströmen aus dem Mittelmeer zu entlasten, macht die Mehrheit der EU-Staaten nicht mit. Vorneweg Briten und Polen. Frau Gero, keine einfache Frage. Was passiert da gerade im gesamten Europäischen Haus? Sind das nur Risse oder ist es tatsächlich einsturzgefährdet? Weil nicht nur die Deutschen und die Griechen einen Strauß ausfechten, sondern alle nationalen Regierungen mit ihren Menschen. Ja, ich bin dabei. Es ist wirklich extrem einschussgefährdet. Und dass wir das hier in Deutschland noch nicht klar haben, ist tatsächlich, spricht nicht unbedingt für dieses Land, weil es uns noch zu gut geht. Ja, wir haben ja von der Krise im Großen und Ganzen noch nichts mitbekommen. Uns geht's ja gut. Und insofern kann man nur daran erinnern, dass die Geschichte manchmal schneller ist, als man denkt. Ja, noch 3 Wochen, bevor die Sowjetunion zusammengekracht ist, haben ja auch alle gedacht, das kann nie passieren, das soll nicht passieren. Also ich halte das schon, wenn wir das uns einzeln mal angucken, was Sie da gerade aufgelistet haben. Jobbik, Ungarn, im Front National, UKIP, diese Cameron-Nummer da mit dem Referendum und so weiter und so weiter, Podemos. Also da krachen die Balken aufeinander und es bleibt das Zitat von Jean Monnet, nationale Interessen sind die Interessen von nationalen Politikern und von nationalen Wirtschaftsführern, bei denen die Interessen der Bürger nur Abschreibungsmasse sind. Ja? Mhm. Das muss man mal verstehen. Ich habe eben versucht, ein bisschen hilflos versucht, den Begriff der Demokratie mal in die Debatte zu werfen, damit wir mal von diesen Schuldendiskussionen, von diesen Zahlenschiebereien hier wegkommen. Die Zukunft dieser auch vor allen Dingen jungen Leute, die ich hier gerade in diesem Raum sehe, die Zukunft dieses Kontinentes hängt davon ab, ob wir in den nächsten 20, 30 Jahren in der Lage sind, die Währung Euro in eine europäische Demokratie einzubetten, die dem Namen Demokratie würdig ist. Das ist sie bei allem Respekt vor Martin Schulz in dieser Form nicht. Die europäische Demokratie ist legalistisch, juristisch völlig okay. Wir haben das alles so gemacht, vertraglich vereinbart und so weiter. Sie entspricht trotzdem intuitiv nicht den Interessen bzw. der Art und Weise, wie sich Bürger Demokratie vorstellen. Demokratie ist eine Legislative und eine Exekutive. Und wenn die Legislative die Exekutive abwählen will, dann kann sie das tun. Mhm. So funktioniert Europa okay. nicht. Wir eine Zwischenfrage. Seit 1999 ist von der Hälfte der Euro-Länder, der europäischen Länder, sind die Maastricht-Kriterien gebrochen worden. Von der Hälfte. Von Deutschland zuerst. Sind wir von Deutschland zuerst? Ich wusste auch, dass Sie das sagen. Die Frage schließt sich aber an. Sind wir noch eine Union der gleichen Werte oder sind wir mittlerweile eine Union der Ausnahmen? Weil sich sowohl die Reichen als auch die weniger Reichen gestatten, Ausnahmen für sich zu reklamieren. Und das ist ja dann auch, was Herr Weimar sagt, dass er sagt, naja, die Griechen halt raus, Cameron vielleicht auch. Also alles ist so ein bisschen relativ geworden. Ja, ich darf heute mal einen Vertrag brechen, dann darfst du morgen auch einen brechen. Und ein Land ich kann bin nur für ein dezentrales Europa. Nein, ich bin überhaupt nicht für. Wenn Sie meine Texte lesen würden, wüssten Sie, ich bin für eine Europäische Republik, weil ich eine Bürgerunion möchte, in der wir endlich mal gleiche Rechte für Bürger haben und nicht nur gleiche Rechte für Unternehmen. Begrüßen. Aber das müssten Sie natürlich erst mal lesen. Insofern bin ich überhaupt nicht für Zentralisierung, sondern ich bin darüber, dass wir ein flaches Dach einer europäischen Republik gründen, begründet auf dem Gleichheitsgrundsatz, dem politischen Gleichheitsgrundsatz aller Bürger. Dieses Versprechen löst die Europäische Union nämlich heute noch nicht ein. Und deswegen, glaube ich, verlaufen wir uns in diesen Diskussionen, weil diese Diskussion, auch die hier am Tisch, ist immer noch nationalstaatlich konturiert, ist immer noch die Italiener, die Iren, die Deutschen das und so weiter. Mit Abschau und Empörung ist, zurück. Und das ist, Sie haben eben, Frau Illner, gesagt, jetzt wird die ganze Eurozone an der Kandare gehalten von einem Land wie Griechenland. Herr Schulz hat eben erklärt, dass wenn die Griechen aussteigen, haben die Italiener ein Problem mit ihren Abschreibungssachen. Dass wir in diesem Gestrüpp nicht erkennen, dass wir in einer, dass wir in komplett symbiotischen Beziehungen liegen. Das ist wie so ein Rastafari-Zopf. Das kriegen Sie gar nicht mehr durchkämmt, da zu sagen, das ist aber mein slowakisches Interesse und so weiter, sondern worum es doch nur geht, ist, dass wir jetzt endlich mal in die Diskussion kommen, wie machen wir daraus eine Demokratie, die für die Bürger funktioniert. Die von den Bürgern auch so empfunden wird. Ich kann das gerne zitieren, weil viele Menschen haben sich zu genau dieser Frage auch via Facebook bei uns verewigt. Herbert Semsch sagt zum Beispiel, was uns fehlt, ist eine EU für und nicht gegen die Bürger. Was wir haben, ist eine Union der Bankergangster. Hage Meyer macht weiter und sagt, die EU reguliert nicht das, was reguliert gehört, mischt sich dagegen in Dinge ein, die sie nichts angehen. Wann fragt man mal die Bürger, ob sie die EU überhaupt wollen? Und was schön ist noch, Petra Illinger. Die EU ist eine Diktatur, die den Reichen dient und die Armen verkommen lässt. Man kann nur hoffen, dass der Spuk bald ein Ende hat. Womit überzeugen Sie, Herr Schulz, noch, dass das, was wir in Brüssel als EU-Bürokratie verschrien, unser Role Model für Europa haben, wirklich eine Vertretung von allen Bürgern Europas ist? Das ist sie ja nicht.
Die Leute haben mit ihrer Kritik ja recht. Ja. Es ist eine halbdemokratische Veranstaltung. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich genau das von morgens bis abends sage. Und vieles von dem, jetzt dieser letzte Satz nehme, vieles von dem, was die Bürger an Frust empfinden, ist ja wahr. Sehen Sie mal, wir leben in einem Europa, in dem Spekulanten Milliarden Gewinne machen und zahlen darauf keine Steuern. Wenn sie aber Milliarden Verluste machen, müssen die Steuerzahler für sie blechen. Dass die Leute anschließend das Gefühl haben, das ist nicht gerecht, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Tatsache, das ist nicht gerecht. Deshalb, ich will noch mal sagen, wenn Sie Souveränitätsrechte aus der nationalen Ebene auf eine transnationale Ebene übertragen, also auf die EU, Währung zum Beispiel, Handel, Außengrenzensicherung, Freizügigkeit, und Sie übertragen das Gewaltenteilungsmodell, hier Regierung, da Parlament und hier freie Justiz, nicht dann kann, mit, genau, dann haben Sie genau. Frankenstein-Europa. Ganz da, genau. Nehmen Sie so hier mal ein Stück weg und da mal ein Stück weg und klatschen das irgendwie zusammen. Und die Leute erschrecken sich davor. Deshalb, sie hat ja recht. Ich möchte, dass in Europa wir uns konzentrieren auf Wichtiges. Wir müssen nicht die Verkehrspolitik in München regeln, aber die weltweiten Handelsbeziehungen. Aber dafür brauchen wir dann auch eine europäische Regierung und ein Parlament, dass die Regierung einsetzt, okay, und wenn sie schlecht wir ist, sind, wieder abwählt. Wir sind wieder bei dem Einwurf von Herrn Weimer. Momentan kann man den Eindruck haben, dass mehr Geld für andere geben, die europäischen Regierungen nicht wollen. Weniger Brüssel wollen sie unbedingt. Sie wollen raus aus dieser EU-Regulierung. Hat vielleicht Großbritannien tatsächlich viel mehr den Zeitgeist getroffen, als wir das glauben? Also ich glaube, wir können zumindest Herrn Cameron dankbar sein, dass er eine Reformdebatte angestoßen hat und viele Punkte anspricht, wo die Bürger Europas meinen, da hat er ja recht. Die beiden haben ja Prozesse kritisiert, die vollkommen legitim sind. Nur es geht um die Frage, welche Antworten findet man? Wollen wir ein zentralistisches Europa, ein dezentrales, ein bürgernäheres, ein subsidiäres? Und für den einen ist Frankenstein Europa, was für den anderen Föderalismus ist. Mhm. Und da haben die Briten eine andere Auffassung, wir Deutsche übrigens auch. Wir wollen nicht unbedingt das zentralisierte Europa. Das wieder und insofern, das wir wollen föderales insofern, Europa. Ja, bei manchen Prozessen natürlich schon. Bundesrepublik Deutschland ist ein Föderalstaat, kein zentralistisches Land. Und das deutsche Modell einer föderativen Regelung wäre schon nicht schlecht für Europa. Das sehe ich auch so. Herr Schulz, Sie gefallen mir heute Abend sowieso in Teilen außerordentlich gut, weil ich das Gefühl habe, Sie reden so, wie ein künftiger Kanzlerkandidat der CDU, auch der SPD, auch zu reden. Wahrscheinlich ist es ist auch wahrscheinlich noch egal. Das ruiniert sich meine Karriere. Also ich bin Kanzlerkandidat der CDU. Das ist ja kaum antreten, weil er nicht gewinnt. Und deswegen ist er ja wohl der Kandidat. Und deswegen redet er heute ja so ein bisschen. Also wenn die CDU mich zum Kanzlerkandidat dann macht das nämlich anders angeboten. Noch eine, SPD ist dann ich versuche noch mal mit einer sachlichen Frage, weil diese scheint entschieden zu sein. Es könnte sein, dass die Ungarn aus der EU fliegen, wenn sie die Todesstrafe einführen. Es könnte sein, dass die Briten aus dem Euro gehen, aus der EU gehen, weil sie es wollen. Und es könnte sein, dass die Griechen aus dem Euro fliegen, weil sie aus dem Euro fliegen. Wird am Ende dieses Jahrzehnts die Europäische Union vielleicht kleiner sein? Na, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass Europa sich zusammenrauft, vor allen Dingen die Briten nicht gehen lässt. Wenn Großbritannien aus der EU austritt, ist das eine wirkliche Katastrophe. Das ist auch keine Frage der Organisationsprinzipien, sondern dann haben wir wirklich einen historischen Verlust, übrigens insbesondere für Deutschland. Deswegen hoffe ich, dass diese Cameron-Debatte, und der greift sie ja auf, weil er Kanzlerkandidat der SPD wird, dass diese Cameron-Debatte dazu führt, dass wir die EU bürgernäher, marktwirtschaftlicher, liberaler organisieren und noch mal neu denken. Und ob wirklich die Frage, ist die EU eine große Umverteilungsbürokratie im Mittelpunkt steht oder soll sie den Interessen der Mehrheiten der Bürger dienen. Meine Prognose ist, im Moment droht der Laden auseinander zu fliegen. Aber Europa hat eine große Kraft zu debattieren und auch gute Kompromisse Viktor zu finden. Orban und deswegen bin ich gar nicht pessimistisch. Nicht einführen, Herr Weimar, Viktor Orban hat die Todesstrafe nicht einführen können. Er hat vorgestern erklärt in einer Pressekonferenz, ich werde die Todesstrafe hier nicht einführen, weil es wäre der Austritt aus der EU und das machen wir nicht. Das ist ein wichtiger Vorgang. Warum? Okay. Weil wir damit durchsetzen, dass wir tatsächlich auch sichtbar machen, dass wir eine Wertegemeinschaft sind. Und dass es nicht nur um Geld geht und Nutzwerte, okay, sondern tatsächlich um Grundwerte. Herr Schulz, die Sendung darf nicht zu Ende gehen ohne zwei Fragen. Werden Sie der neue Kanzlerkandidat der SPD? Die SPD wird 2017 mit einem Mann antreten, der Angela Merkel als Bundeskanzler ablösen wird. Der heißt Sigmar Gabriel. Bin ich ziemlich sicher. Und ist nicht in Würselen geboren? Ich glaube, der ist in Goslar geboren. Ja. Ja. Die zweite Frage ist... Ich heiße doch nicht Sigmar Gabriel. Ist die Austerität, die Sparpolitik, könnte ich einfach sagen, die Sparpolitik der Kanzlerin nicht gescheitert? Sie ist gescheitert.
Wir brauchen ihn. Sagt Frau Gehrung. Ja gut, schönen Dank. Sie haben eben meine Äußerung gehört, die wiederhole ich in der Beantwortung dieser Frage. Wir müssen Haushalte nachhaltig sanieren, schon aus Generationengerechtigkeit. Ich will nicht, dass meine Kinder und deren Kinder noch meine Schulden zahlen. Aber wir werden nie einen Haushalt sanieren, wenn es weiter so geht, dass die kleinen Leute ihre Steuern zahlen und milliardenschwere Unternehmen können in irgendeiner Steueroase sich ihrer Pflicht entziehen. Wenn wir das nicht mehr ändern, dann kommen wir auch nicht auf die Füße. Herr Schonros wird sich informieren, was auf dem Tisch liegt und was die griechische Regierung morgen dann vielleicht doch annimmt. Und Herr Sulik wird uns sagen, ob Sie eigentlich auch glauben, dass dieses Europa jede Chance hat, auseinanderzufliegen? Ja, ich wollte Herrn Schulz fragen, weil der sagte, wir wollen jetzt hier die, da werden die Haushalte saniert. Schauen Sie mal an, das sind die letzten 5 Jahre, die Schulden steigen so stark, weil jeder denkt, der andere bezahlt sie. So kann das eben nicht funktionieren. Es ist schön, eine große Idee von Europa zu haben und hier, ich spreche immer so langweiliges Thema wie Geld, aber daran wird Ihre schöne Idee scheitern. Daran, Italien, Sie haben gerade gesagt, die genesen so gut, die reformieren. Schauen Sie, wie die Schulden steigen. Bei allen Ländern steigen die Schulden. Das ist das Problem. Wer bezahlt das? Liebe Frau, Sie? Haben Sie schon mal... Ich möchte wissen, wer das zahlt. Ja, also, ich will das nicht zahlen. Ich bin von der slowakischen Wellen gewählt worden. Ich kann nur sagen, ich bin Historikerin. Ich vertrete deren Interessen. Und seit 5000 Jahren sind Schulden in regelmäßigen Abständen immer wieder gestrichen worden. Entweder durch Krieg oder durch Revolution. Das ist die beste Einstellung. Genau. Und das ist einfach eine empirische Evidenz, wenn Sie 5000 Jahre... Finanzminister zu machen. Ich bin nicht Finanzministerin, sondern Historikerin und damit Realistin. Schulden, wenn sie zu heavy geworden sind, sind immer gestrichen worden. Sie können einfach nicht so dazu, sich dazu so hinstellen, so okay, die Schulden werden eines Tages doch nur gestrichen. So geht das nicht. Wir werden die Geschichte heute nicht mehr auflösen. Schulden sind entweder durch Revolutionen oder durch Kriege abgeschrieben worden, vielleicht auch durch etwas anderes, manchmal auch ausgesprochen friedlich. Wir müssen hier an der Stelle leider einen Punkt machen und Sie sofort weiterverweisen an Markus Lanz, der heute wieder interessante Gäste zu Gast hat. Chatten wird Herr Chonros noch und wird in den nächsten 30 Minuten im Netz all Ihre Fragen beantworten, die Sie unter Garantie noch haben. Und wir kommen jetzt... Ich bin Kanzlerkandidat der CDU. Das kommen wir noch mal ein bisschen runter und sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss, bis dann.